also spielen nicht, gar nichts. Also das ist ja, der Platz fehlt einfach und es ist halt eine bessere Schlafmöglichkeit. Wir haben sie hier oben natürlich auch nicht unter Aufsicht und ich denke, dem würde alles andere einfallen, als zu spielen. Ja, komm, zack, zack. Ja, das ist schon ganz schön laut, wenn sie dann hier drin sind und bauen sie eben auch viel Unsinn. Wie sieht es denn hier aus? Es gibt schon Situationen, wo die Kinder mir was erklären wollen oder mir was nahebringen wollen und ich sie vielleicht gar nicht verstehe oder missverstehe. Und natürlich frustriert das die Kinder. Und vielleicht tue ich dann genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Und das ist schon so, dass man dann abends da sitzt und drüber nachdenkt, hast du das jetzt alles gut so gemacht? War das richtig heute? Ist der Tag gut gelaufen für die Kinder? Danny, hast du noch Wäsche? Ja. Also das ist mein täglicher Wäschegang. Also ich muss jeden Tag waschen und tja, das ist eben meine Art zu waschen. Hallo. Hallo. Nicht erschrecken. Du bist die Daniela? Ja. Also, ja, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Als die Eva vor der Tür stand und ich sie da tatsächlich gesehen habe, das war, ja, ich war fassungslos. Ganz kalt. Von draußen. Weswegen ich jetzt hier sitze, hat folgenden Grund. Ihr seid unter ganz vielen auserwählt worden, von uns 8 Tage lang das Haus umgestaltet zu bekommen. Mama. Ja, ich bin glücklich. Das ist baff. Einfach nur baff. Hast du gehört, was die Tante erzählt hat? Hast du das verstanden? Wir machen ein schönes neues Zimmer für euch. Wir werden euch ein neues Zimmer bauen. Ja? Für dich und deinen Bruder. Hm? Danny. Für den Danny auch? Und für den Danny ja. Auch. Danny auch. Ja. Auch ihr werdet das Glück haben, ja. In der Zeit, während wir hier werkeln, nicht dabei sein zu müssen, sondern ihr könnt im Hotel wohnen. Ihr könnt Urlaub machen in den 8 Tagen. Ja, euch entspannen und kommt dann in ein neues Zuhause zurück. Nein! Das ist also. Ich bin. Unglaublich. Ja, und ich bin sprachlos. So mit allem, Urlaub. Mit allem drum und dran. Also ein Hausumbau würde für uns, es würde sich schon komplett verändern. Unser gesamtes Leben wäre sicherlich anders. Es sind sehr kleine und sehr enge Räume und es ist eben alles recht kompliziert, den Alltag eben so zu meistern. Erzähl mir was zu deiner Küche. Ich denke mal, du wirst hier in erster Linie arbeiten. Ja, also hier halten wir uns vorwiegend auf. Die Kinder sitzen dann hier bei mir entweder am Tisch und malen oder an der Erde und spielen halt und ist ein bisschen unpraktisch. Wie du ja siehst, habe ich auf der einen Seite den Herd und auf der anderen Seite die Spüle. Direkt hier neben der Türe ist das natürlich auch gefährlich. Ja. Ne? Kommt mal jemand um die Ecke gesaust und da steht hier ein Topf mit kochendem Wasser auf der Ecke und schwuppdiwupp. Eben, und es ist halt auch so, wenn ich, keine Ahnung, beispielsweise Kartoffeln abgieße oder was, ne, dann muss ich zur anderen Seite und dann ist schon wieder der Moment, wo ich alles nach oben jage.
Ja, also das ist dann jetzt unser Wäschezimmer. Mein Wäschezimmer. Deine Waschküche. Ja, sozusagen. Deine Waschecke. Ja. Und wie kommst du hier rein? Hier über die Eckbank? Tja, ich steige jeden Tag tapfer über diese Eckbank und komme da auch wieder raus. Wie oft machst du das so tagtäglich? Naja, ich wasche pro Tag eine Maschine und ja, die muss ja dann auch noch getrocknet werden. So 4 bis 6 Mal bin ich dann schon da unterwegs. Die Küche war zum einen natürlich sehr beengt. Wir hatten diese Situation mit der Waschmaschine und dem Trockner, wo dann die Daniela über die Eckbank klettern. Und das war natürlich das Skurrilste und Umständlichste und was danach rief, geändert zu werden. Hui. Ja, das ist aber eng. Unser Badezimmer. Aber das ist doch kalt hier. Ja, gut, für. Oder? Es ist im Prinzip momentan ja auch nur ein Durchgangsraum. Das ist Jens und deine gute Stube hier. Ja, sozusagen. Die Decken hängen ganz schön durch, ne? Mensch, da sieht man, dass ihr in einem alten Haus wohnt. Ich finde das schön. Ja, also ich muss ehrlich sein, wenn ich die Wahl gehabt hätte, ich hätte keine dieser Wände gerade gemacht. Aber es lässt sich. Du magst es auch so, ne? Sehr, sehr. Es hat auch diesen gewissen Charme, ne? Was haben wir denn da für eine kleine Tür? Ja, also das ist dann jetzt das Schlafzimmer der Kinder. Da sind die kleinen Jungs untergebracht. Genau. Mhm. Dann gehen wir bitte vor. Das ist ja eine Zwergentür. Ja. Hier haben wir also im vergangenen Jahr, habe ich mit den Jungs gemeinsam, haben wir hier gemalert und dann hat jeder so eine Idee, was ich da an die Wand malen könnte. Was man jetzt so sieht, ist natürlich sehr schön, diese Lehm- und Strohfüllung zwischen den Balken, aber das ist ja mal ein heftiger Zustand für ein Kinderzimmer und das ist so klein hier, ne? Ja, das stimmt. Da hast du recht, also das ist kein Kinderzimmer. Zum Schlafen und Die Heizung steht mehr oder weniger frei hier im Raum. Auf Füßen, ne? Genau. Wenn so ein Heizkörper auf den kleinen Max fällt oder den Lukas, das ist wirklich ein Gewicht. Und die haben das Ding schnell mal umgeworfen, wenn die sich da dran. Die sind ja kräftig, ne? Ich war wirklich, wirklich entsetzt, weil es war kein Kinderzimmer. Es war einfach nur eine kleine dunkle Bude, wo die Kinder zum Schlafen so reingesteckt wurden. Also so vom Empfinden her. Ich danke euch für die Informationen, die ich von euch bekommen habe. Jens, auch dir. Danke. Und euch beiden auch. Ich werde mich jetzt mit meinen Kollegen beraten, werden uns was Schönes ausdenken. Und das nächste Mal komme ich mit meinen Jungs und dann geht's hier richtig rund. Und bis dahin. Tschüss. 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 Ja, im Obergeschoss haben wir den Nachteil, dass zum einen das Kinderzimmer sehr, sehr klein ist von den Zwillingen und im Durchgang zu dem elterlichen Schlafzimmer ist. Und das ist auch Danielas wichtigstes Anliegen, dass die Zwillinge wirklich ein großes Zimmer bekommen, dass die dort spielen können und nicht ständig gestört werden. Und da haben wir die Möglichkeit von der Nachbarin, die ja die zweite Haushälfte bewohnt, quasi diese Zimmer nochmal dazu zu bekommen. Und dann legen wir die beiden Zimmer zusammen und schaffen ein großes. Das heißt, hier ein Durchbruch, die Wand raus und gegenüber der Nachbarin schließen wir das. Also wandern Max und Lukas in dieses große Kinderzimmer. Mhm. Vom Schlafzimmer der Eltern nehmen wir noch mal so 1 Meter Flur weg, sodass wir einen Durchgang schaffen können in diese hinteren Räume. Das ist auch vertretbar. Mhm. Den neuen Zugang ins elterliche Schlafzimmer machen wir über den neuen Flur. Hier machen wir zu. Dann können wir hier im ehemaligen Kinderzimmer nämlich das neue Bad schaffen. Das ist dann auch genau an der richtigen Stelle, nämlich dort, wo auch die Schlafzimmer sind. Mhm. Und wir können hier in der Nische können wir den Trockner und die Waschmaschine aufstellen, die bisher unten standen. Und das Hindernis waren in der Küche. Wir sind wieder da! Ja!
der Küche. War die Küche, wird auch die Küche bleiben, wird nur größer werden. Und zwar werden wir einen Teil des Bades wegnehmen. Hier sehen wir das alte Bad, wunderschön, aber es geht schöner. Und das kommt nämlich nach oben, ins Obergeschoss. Wir sind hier jetzt im elterlichen Schlafzimmer, das wird es auch teilweise bleiben. Um einen Zugang zur Nachbarwohnung zu schaffen, werden wir natürlich Durchbrüche machen müssen und auch einen kleinen Flur schaffen. Insofern verkleinert sich das elterliche Schlafzimmer um etwa einen Meter, was dann die Flurbreite ist. Hier wird so ein bisschen entkernt. Wir können auch alle hier mal hier reinschauen. Und von hier aus geht es dann weiter in die Nachbarräume, die uns von der Frau Treib zur Verfügung gestellt wurden. Ja, sehr kleine Räume. Hier kommt das Bad rein. Optimiert natürlich auf die Fläche, die hier uns zur Verfügung steht. Das ist eine nicht so leichte Aufgabe, was man hier am Bestand gut erkennen kann. Ja. Ja, und wir möchten halt gerne, dass wir diese alten Strukturen erhalten. Das heißt, wir werden nur da Installationswände davor setzen, wo es absolut nötig ist. Und dann wirklich nur bis zu einer Brüstungshöhe von ca. 1,25. Und den Rest wollen wir also so erhalten, dass wir diesen Putz überstreichen. Und das darf ruhig schief und krumm sein. Wir sind in einem alten Haus, das muss nicht perfekt und gerade sein. Oh, das ging heute schnell. Wie spät ist es jetzt? Eine Uhr? Halb zwei? Oh, ich glaube, so fix waren wir lang nicht mehr, oder? Nee, heute ging's flott. Tschüss. Danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt rein, Junge! Foto completo. Raus! Also gar nichts stehen lassen. Die Wand. Aber auch die hier. Die Besonderheit hier in diesem Fachwerkhaus ist, dass es eben eine relativ weiche Konstruktion ist und eine Fachwerkskonstruktion hat eine Vernetzung, eine Verflechtung. Und da kann man nicht einfach auf die Wand draufschlagen, die fängt an zu schwingen, weil das gesamte Balkenwerk mitschwingen kann. Da muss man bestimmte Punkte in diesen Gefachen suchen, also an den Balken vorbeischlagen, um die Starken zu finden. Das ist ein Flechtwerk zwischen den Balken.